Herzlich willkommen zur achten Woche. Es geht heute eigentlich um Wortbildung. Und die stellt sicher, dass wir einen virtuell unbegrenzten Wortschatz haben. Wie ich letzte Woche schon sagte, wenn Sie vor irgendeinem neuen Konzept, einer neuen Idee, einem neuen Gegenstand sehen, über den Sie noch nie gesprochen haben oder Konzept, das Sie gerade erfunden haben, bietet Ihnen die Wortbildung die Möglichkeit an, da auch ein Wort für zu finden. Und das müssen Sie nicht erfinden, sondern Sie können sich das zusammenbauen. Das ist ein gut durchschaubares, steht hier. Ja, glaube ich schon. Und auch ein gut lernbares System. In den Details gibt es dann doch immer wieder Probleme. Auf einige werde ich ganz kurz heute eingehen und ein grundsätzliches Problem mit Wortbildung. Jetzt, was ist die Funktion von Wortbildung? Ist natürlich teilweise schon gesagt worden, stellt virtuell unbegrenzten Wortschatz sicher. Man kann sich jetzt einzelne Formen von Wortbildung angucken und fragen, okay, zum Beispiel Komposition, also sowas wie Lötzinn-Schmelztemperatur. Das ist ein Kompositum, wo Lötzinn, Schmelz, Temperatur, vier Substantive irgendwie verarbeitet wurden. Natürlich kreieren Sie mit diesem Wort, kreieren Sie die Möglichkeit, auf ein relativ komplexes Konzept sich mit einem Wort zu beziehen. Ist ein bisschen lang das Wort, ja okay, aber es ist wesentlich kürzer, als wenn Sie sagen würden, die Temperatur, bei der Lötzinn schmilzt. Merken Sie das? Ist länger und ist syntaktisch komplex. Und wenn wir das vermeiden können, in sehr vielen Kontexten nehmen wir eigentlich ganz gerne im Deutschen Komposita. Andere Sprachen nicht so, Englisch mag das nicht. Bei Konversion haben wir, was ich Reifizierung nennen würde. Okay. Ich habe Ihnen bei den Wortklassen gesagt, dass ein Verb kein Tu-Wort ist. Trotzdem ist was dran an der Aussage, dass Verben prinzipiell Sachverhalte, Zustände, Ereignisse und sowas beschreiben. Es ist viel komplizierter als das Tu-Wort, deswegen ist das Tu-Wort ungeeignet. Wenn Sie jetzt aber so ein Wort bilden wie der Lauf, nehmen Sie diese Ereignisbeschreibung, die eben normalerweise auch syntaktisch, semantisch anders funktioniert und bezeichnen, also kreieren eine Bezeichnung wie für ein Objekt. Wenn Sie sagen der Lauf, dann können Sie sprachlich, semantisch und grammatisch das plötzlich behandeln wie das Wort für Tisch. Das sind, würde ich sagen, Reifizierungen. Das ist typisch für Konversion, nicht ausschließlich, aber typisch. Bei Derivation haben Sie Modifikationen von Bedeutungen zum Beispiel. Ja? Unglaublich, das Un ist Derivation. Sie hängen was dran oder stellen was davor. Das modifiziert einfach die Bedeutung von glaublich, wobei, Moment mal, glaublich gibt es gar nicht. Ne? Schwierig. Das ist genau der Punkt, da kommen wir noch drauf. Oder Sie beziehen sich zum Beispiel auf Teilaspekte von Konzepten. Wenn Sie Fahrer sagen, das heißt, Sie nehmen das Verb fahren und hängen diese Endung dran, die ein Substantiv draus macht, dann fokussieren Sie auf einen Teilaspekt von einem Fahrenereignis, nämlich, dass da irgendjemand am Steuer sitzt. Das Hauptproblem der Wortbildung ist die Frage, welche Bildungen sind überhaupt produktiv? Und das gucken wir uns noch an, was das genau heißt. Die Wichtigkeit von Komposition, vor allem für die Bildungssprache jetzt, ist, dass Wortbildung einer der Kerne der Bildungssprache ist. Denken Sie an die Lötzinn-Schmelztemperatur, sowas hören Sie nicht freiwillig von fünfjährigen Kindern und in anderen Kontexten typischerweise, die irgendwie bildungs- oder fachsprachlich angehaucht sind, da verwenden Sie solche Wörter plötzlich. Sie können, wenn Sie sich an den Anfang erinnern, die erste Sitzung, Sie merken, wie wichtig die war. Da habe ich über diesen Feilke-Artikel gesprochen. Sie merken, wie wichtig der war oder immer noch ist. Ich rede da auch nochmal drüber, keine Sorge, zwar ausführlich. Da wurden bestimmte Funktionen von Bildungssprache erwähnt, die mit bestimmten sprachlichen Mitteln verknüpft sind. Und Sie können mit Wortbildung, zumal Komposition, vor allem verdichten und präzisieren. Wenn Sie jetzt gerade nicht mehr wissen, was das heißt, gucken Sie entweder nach oder warten Sie noch ein paar Wochen. Generell können wir sagen, wir können durch Wortbildung, haben wir zusätzliche Möglichkeiten, Sachverhalte optimiert zu formulieren. Möglichst kurz, das haben wir an dem Kompositum gesehen und dabei maximal verständlich, weil Wortbildung, auch wenn es irgendwie einen gewissen Anschub braucht, dass Leute Wörter wie Lötzinn, Schmelztemperatur selber bilden, wenn sie das hören, haben sie keinerlei Verarbeitungsschwierigkeiten damit. Also niemand wird da sitzen und denken, was meint er denn jetzt? Lötzinn, Schmelztemperatur. Also ich weiß, was die vier Wörter einzeln bedeuten, aber was könnte der damit gemeint haben? Das wird Ihnen nicht passiert sein. Wenn Sie jetzt Deutsch als Zweitsprache haben, vielleicht, aber dann liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie gerade nicht wissen, was Löten heißt oder sowas. Das heißt, es wird problemlos verarbeitet und es stellt Mittel zur Optimierung zur Verfügung. Das ist doch super. Also ein Glück haben wir Wortbildung. Und wir gehen jetzt einfach, wie Sie hier am Rand schon sehen,
Ich gehe jetzt die drei wichtigen Sorten Wortbildung einfach durch. Die erste ist Komposition. Das ist erstmal das Muster, auf das Sie jetzt achten. Stamm 1 und Stamm 2 werden zu einem neuen Stamm 3 zusammengesetzt. Kopf, Hörer, Laut, Sprecher, Kraft, Werk, Lehr, Veranstaltung, Roteiche, Laufschuhe, Essbesteck, Fertiggericht, Feuerrot. So. Wir werden uns hoffentlich so ungefähr einigen können, dass hier jeweils ein Stamm in Schwarz steht und ein Stamm blau. Die werden zusammengesetzt und verhalten sich dann wie ein neuer Stamm mit einer bestimmten Bedeutung. Das ist Komposition. Können wir eigentlich schon nach Hause gehen? Außer, dass es jetzt problematisch wird. Gar nicht so sehr für das Verständnis dieser Wörter, sondern für das linguistische Nachdenken über diese Wörter. Alle Beispiele auf der vorherigen Folie sind lexikalisiert. Ich gehe nochmal zurück. Gucken Sie sich die Wörter alle an. Wenn Sie ein deutsch-englisches oder deutsch, was weiß ich, chinesisches, georgisches, was weiß ich, Wörterbuch aufschlagen, werden Sie wahrscheinlich alle diese Wörter explizit aufgelistet finden. Roteiche, Laufschuhe, gucken wir mal, Essbesteck, die werden Sie alle finden. Warum? Wenn ich Ihnen jetzt sage, ich rede hier über Grammatik und darüber, wie Sachen gebildet werden, aber die stehen alle im Wörterbuch, dann ist ja die Frage, wurden die überhaupt irgendwie noch produktiv gebildet? Und denken Sie darüber nach, wie dieses Wort, wenn Sie das jetzt einfach nur benutzen, spielt das in Ihrem Gehirn irgendwie eine Rolle, wie das zusammengesetzt ist? Das mit dem Gehirn ist eine sehr schwierige Frage, auf die gehen wir jetzt erstmal nicht ein, aber eine sehr interessante. Die Frage ist aber eben, wie gesagt, also wie wichtig ist es, dass diese Wörter zusammengesetzt sind? Weil sie haben ja eine spezifische Bedeutung als zusammengesetztes Wort. Sie stehen deswegen in einem Wörterbuch. Und Sie erinnern sich an das Beispiel aus der ersten Sitzung. Wenn Sie Vorschulkinder fragen, warum heißt Geburtstag Geburtstag, kriegen Sie so Antworten wie, weil es da Kuchen gibt. Das heißt, da wird keine Beziehung hergestellt zu den Einzelteilen und der Gesamtbedeutung. Ja, das fällt unter die Begriffe Produktivität und Transparenz. Alle Beispiele, die wir da gesehen haben, sind lexikalisiert. Das heißt auch, sie sind vergleichsweise häufig. Häufigkeit, hier im Sinne der Token-Häufigkeit, ist ein schwieriger Begriff. Da muss man immer aufpassen, was man sagt. Die sind aber vergleichsweise häufig. Sie würden erwarten, diese Wörter irgendwann, wenn Sie genug Texte gelesen haben, mal alle gelesen zu haben. Sie haben überwiegend eine spezifischere Bedeutung, als die Bestandteile vermuten lassen. Eine Roteiche ist nicht einfach nur eine rote Eiche, sondern das ist eine bestimmte Sorte von Eiche. Und was da rot ist, müssten wir jetzt wahrscheinlich alle auf Wikipedia oder in einem vernünftigen Buch über Biologie nachgucken. Der Punkt ist, die Art der Bildung ist erkennbar, sobald wir anfangen, darüber nachzudenken und das auch schon können. Das ist zweifelsohne, also das Rot und Eiche, dass da irgendwie was mit rot ist, die Blätter sind rot, irgendwas ist rot, das ist ziemlich transparent. Und eben zumindest für erwachsene SprecherInnen auch zumindest potenziell bewusst. Transparent heißt jetzt nichts anderes, wie ich eben schon angedeutet habe, als die Bildung ist rekonstruierbar. Das heißt, wir sehen irgendwie, okay, Rot, Eiche, das muss eine Eiche sein, wo irgendwas rot oder irgendwas mit Rot zu tun hat. So, auch wenn die Gesamtbedeutung abweicht oder spezifischer ist. Schönes Beispiel ist immer der Kindergarten. Der hat ja mit dem Garten eigentlich nichts mehr zu tun, aber wir können uns immer noch irgendwie zusammenreimen, warum das ein Kindergarten ist. Produktiv gebildet ist jetzt eine Stufe mehr, das heißt, es ist im Grunde eine Neubildung durch SprecherInnen in einer gegebenen Situation. Und das ist eben das Schwierige daran. Wenn Sie sich sowas angucken, die Wörter Buchbutter, Batterieschublade, Laufschuhe und Hundstage, die sind nicht umsonst in dieser Sorte und da steht nicht umsonst immer das größer als drin, weil Buchbutter haben Sie mit Sicherheit noch nie gehört. Das Wort habe ich irgendwann mal erfunden, weil ich eins gesucht habe, wo Sie wahrscheinlich garantiert noch nie mit konfrontiert wurden. Das ist auf jeden Fall irgendwann mal von mir letztes Jahr im Winter produktiv gebildet worden. Batterieschublade, also ich habe eine. Auf meiner Werkbank habe ich eine Schublade, da sind nur Batterien drin. Deswegen fiel mir in dem Moment das Wort Batterieschublade ein. Ob Sie das schon mal gehört haben? Und ich bin auch sicher, es haben vor mir schon Leute das Wort Batterieschublade benutzt. Noch mehr bei Laufschuhen, das steht sogar schon an Läden. Ich komme immer an so einem Laden vorbei, wenn ich zum Bus gehe, da steht irgendwie Laufschuhe dran. Ja, offensichtlich habe ich mir das Wort nicht in der Situation als Erster ausgedacht. Und ich habe es auch vorher schon mal gelesen gehabt. Und Hundstage, nun, hat eine sehr spezifische Bedeutung. Das ist eine Serie von sehr heißen Tagen.
Ja, und der Titel von einem der besten deutschsprachigen Filme von meinem Lieblingsregisseur Uli Sädel. Ja, das ist das Problem. Sie sehen, da gibt es so einen graduellen, ne, von irgendwie, ich weiß zwar irgendwie, was das heißen könnte, aber ich habe es garantiert noch nie gehört, zu, kann ich mir vorstellen, dass das Wort Leute benutzen und das steht an Schuhläden dran und dann so ein Wort, ich weiß, hier ist die Bedeutung überhaupt nicht mehr transparent. Es ist nicht klar, was das mit einem Hund zu tun hat, diese Hundstage, also mir zumindest nicht. Und das habe ich jetzt damit auch schon abgeschlossen, weil wenn Sie das genau sich angucken wollen, müssen Sie eigentlich irgendwie quantitative Verfahren an den Start bringen oder Experimente machen. Das wird dann super interessant, aber auch ein bisschen komplizierter. Eine Sache, auf die ich hier ganz kurz eingehe, die in der Syntax nochmal wichtiger wird, ist Rekursion. Gerade, wir reden ja immer primär hier jetzt über Komposita. Das ist für mich der wichtigste Teil der interessanteste Teil an der Wortbildung. Und wir gehen davon aus gutem Grund, dass wenn Sie so zwei Wörter zusammenfügen, dass Sie immer zwei zusammenfügen. Und dass auch, wenn Sie Lötzinn-Schmelztemperatur haben, nicht einfach die vier Wörter in einem zusammenbauen, sondern wahrscheinlich erst Lötzinn und dann Schmelztemperatur und dann bauen Sie diese beiden neuen Wörter wieder zu einem neuen, noch längeren Wort zusammen. Das meint man mit binär. Es werden immer nur zwei Teile zusammengeknüpft, also nicht wie hier, Wort, 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 drei Stück. Dadurch kriegen Sie eine hierarchische Strukturbildung durch dieses wiederholte Aneinanderhängen von immer zwei Sachen, von zwei Stämmen der Komposition. Rekursion allgemein, wenn wir uns einer Definition annähern wollen, ist ein Vorgang, wo Sie was verknüpfen und Sie können das, was da rauskommt, wieder in derselben Art von Verknüpfung verwenden. Das heißt nichts anderes als, Sie haben einmal ein Kompositum gebildet, Lötzinn, und Sie haben noch eins gebildet, Schmelztemperatur, und das, was da jeweils rausgekommen ist, können Sie nochmal in derselben Art von Operationen verwenden, Lötzinn, Schmelztemperatur ist dann das Ergebnis. Dabei muss man bedenken, dass Rekursion, wenn Sie zufällig Informatik irgendwie als Nebenzusatz irgendwas Fach machen, dann achten Sie darauf, das ist ein schwieriger Begriff in der Linguistik, weil es immer nur begrenzt geht. Sie können nicht, wie bei einem echten rekursiven Prozess, Sie können das nie unendlich machen. Das ist ganz einfach, es gibt kein unendlich langes Kompositum. Es gibt überhaupt nichts Unendliches im Universum, deswegen auch keine unendlich langen Wörter. Wenn Sie sich das jetzt als Baumstruktur vorstellen und mal hier an dem Wort Bushaltestellen Unterstandsreparatur, dann können Sie das hier einzeln schön durchgehen. Sie wissen, halten und Stelle kann man zur Haltestelle zusammensetzen, aber eben nur die beiden. Da können Sie dann noch Bus davor stellen, dann kriegen Sie die Bushaltestelle. Sie wissen auch, wie der Unterstand zusammengebaut ist. Und Sie sehen hier dann immer zwei Äste in diesem Baum. Und Sie sehen wahrscheinlich auch wenn Sie mit dem Baum nicht in jedem Detail einverstanden sind, müssten wir diskutieren, ich wüsste nicht, was da sein sollte, aber Sie sehen auch, dass zum Beispiel nicht Stellenunterstand wahrscheinlich zumindest zuerst zusammengebaut wird und dann kommt Halte davor. Also, nee, das ist ja eine Bushaltestelle. Das sind semantische Erwägungen, das wissen Sie nur, weil Sie wissen, was das Wort am Ende bedeutet. Nur dann können Sie diesen Baum in dieser Reihenfolge so zusammenbauen. Was anderes, was wir hier gleich noch schön illustrieren können, ist das Prinzip des Kopfes. Es geht super am Kompositum, weil es da auch so schön einfach ist. Wortbildung, jetzt nur als Erinnerung, haben wir so von der Flexion abgegrenzt, dass sich statische Merkmale ändern. Zum Beispiel die Wortklasse oder das Genus, so Sachen, oder die Bedeutung. Merkmale, die eigentlich bei einem Wort konstant sind. Ja, das Wort Tisch ändert nicht mal plötzlich so sein Genus. Das heißt nicht plötzlich die Tisch. Eine andere Möglichkeit oder ein Spezialfall davon ist Löschen oder Hinzufügen von Merkmalen. Da haben wir auch drüber gesprochen. Und wenn wir uns jetzt mal hier so Wörter angucken, wie Komposita, wie Lautsprecher, dann sehen wir sofort, Lautsprecher ist ein Maskulinum. Der Lautsprecher. Woran liegt das? Sicherlich nicht an dem Adjektiv laut, was Sie hier verwendet haben, sondern daran, dass Sprecher ein Maskulinum ist. Laut an sich verliert seine Wortklasse im Kompositum. Das kann man ganz leicht sehen. Das Wort Lautsprecher, also laut ist mit Sicherheit ein Adjektivstamm, der hier in dem Kompositum verwendet wurde, zusammen mit Sprecher. Aber dass das ein Adjektiv war, das sehen Sie dem Wort Lautsprecher nicht mehr an. Dieses Wort, das ist ja gerade das ist in diesem Wort drin, deswegen flektiert ja, obwohl das mal ein Adjektiv war, flektiert das nicht mehr adjektivisch. Das heißt ja eben nicht der laute Sprecher oder sowas. Das ist jemand, der laut spricht. Ja, gut,
Aber ein Lautsprecher ist was anderes. Und dass das dann ein Adjektiv war, können Sie dem Wort Lautsprecher nicht mehr ansehen. Genauso bei Kraftwerk. Da haben Sie Werk, das Werk, bestimmt das Genus und die Wortklasse. Kraft ist eigentlich ein Femininum. Das sehen Sie an dem Wort Kraftwerk, aber nicht mehr. Sie können nicht sagen, die Kraftwerk und sich dann darauf berufen, ja wieso, Kraft ist doch ein Femininum, die Kraft. Merken Sie das, das geht nicht. Also, verliert seine Wortklasse und sein Genus. Wieso denn seine Wortklasse? Kraftwerk ist doch ein Substantiv. Jetzt kann man doch sagen, ja, Werk behält seine Wortklasse und Kraft auch. Moment mal, gucken wir uns auch mal die Beispiele zu Ende an. Schauen Sie sich die Laufschuhe an. Daran können wir das nämlich jetzt schön zeigen. Der Schuh ist ein Maskulinum, Laufschuhe, Laufschuh ist ein Maskulinum. So. Lauf verliert seine Wortklasse und wenn nicht, dann das Genus. Was kann denn Lauf sein? Kann ich Ihnen, also es kann zwei Sachen sein. Es kann das, der Verbstamm sein oder das Substantiv. Es kann von Laufen kommen oder von dem Lauf. Weiß ich, kann ich Ihnen nicht sagen. Geht beides. Das ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann. Was Sie aber daran sehen ist, für das Kompositum ändert sich überhaupt nichts. Es ist völlig egal, ob Lauf in Laufschuhe ein Substantiv war oder ein Verbstamm. Und daran sehen Sie, dass das Wort hier in Erstposition seine Wortklasse einfach aufgibt. Sonst könnte das ja hier nicht egal sein. Das müsste man ja für Laufschuhe zwei Arten der Verwendung finden. Nämlich einmal, wo das ein Verbstamm ist, Lauf, und einmal, wo es ein Substantivstamm ist. Gibt es aber nicht. Und in Analogie sagen wir natürlich auch bei Kraftwerk, dass Kraft seine Wortklasse einfach aufgibt. Was da als erstes steht, hat für das Verhalten des gesamten Kompositums absolut null, zero, gar keine Konsequenzen. Ja, gucken wir uns noch ein paar andere an. Bei Essbesteck ist jetzt eindeutig Essen Verbstamm. Sonst wäre das Essen, von dem Substantiv wäre Essen der Stamm. Es ist ja nicht das Essenbesteck oder Essensbesteck, sondern Essbesteck. Da haben Sie Besteck, das bestimmt die Wortklasse und dann, weil es ein Substantiv ist, auch das Genus. Und Essen verliert seine Wortklasse und irgendwie alles andere auch. Bei Feuerrot, Rot ist ein Adjektiv, das ganze Wort ist ein Adjektiv, Feuer ist ein Substantiv, das heißt die Wortklasse von Feuer geht verloren. Das Blaue ist immer der Kopf. Und der Kopf steht beim Kompositum in der Syntax dann nicht mehr. Da gibt es auch Köpfe, wie wir sehen werden, aber die stehen nicht immer rechts. Und der Kopf bestimmt alle grammatischen Merkmale. Wort, Klasse, Genus und so weiter. Wie ist das Ding flektiert? Alles. Der Nichtkopf ist das, was hier links steht und immer orange ist. Und der verliert alle grammatischen Merkmale und die Bedeutung wird irgendwie mit der Gesamtbedeutung verrechnet. Das gucken wir uns jetzt an, wie das passiert. Ich mache die Komposition am ausführlichsten, wie Sie merken. Es gibt jetzt so Kompositionstypen, die man klassischerweise oder traditionellerweise in der Linguistik, in der Wortbildungslehre unterscheidet. Ich finde einige von denen zwar nicht falsch, von diesen Unterscheidungen, also da gibt es dann das Kopulativkompositum, das ist so selten. Das erspare ich Ihnen. Determinativkomposita und ein Spezialfall davon, das ist der Großteil der Komposita, die wir bilden. Das ist der wichtige Teil. Und wenn Sie Lehramt machen, müssen Sie sich auch irgendwie auf den spezialisieren oder konzentrieren. Nicht spezialisieren, konzentrieren. Determinativkomposita sind sowas wie Schulheft, Regalbrett und so weiter. Und wir können jetzt hier bestimmte so Tests machen. Tests kennen Sie aus dem Grammatikunterricht in der Schule, da heißen die meistens Proben. Ne? Und das ist aber eigentlich auch eine Methode, die man in der Linguistik gerne anwendet, um rauszukriegen, wie die grammatischen Zusammenhänge sind, um die Generalisierungen zu finden und Klassen zu bilden. Denken Sie an die Wortklassenbildung. Da haben wir immer so Fragen gestellt. Ja, nein, und dann kommt man bei einer Wortklasse raus. Wir können den Kopf-Kerntest machen. Das ist die Frage, ob der Kopf auch der semantische Kern ist. Das geht ganz einfach. Sie bilden sowas wie, ein Schulheft ist ein Heft. Und dann stellen Sie fest, das stimmt. Der Haken heißt hier, ist semantisch, ist immer richtig. Es gibt keinen Zustand der Welt, vorausgesetzt die Sprache Deutsch bleibt konstant, wo der Satz nicht wahr ist. Ein Schulheft ist immer auch ein Heft. Ein Regalbrett ist immer ein Brett. Und so weiter und so weiter.
Wir können dann testen, ob dasselbe auch für den Nichtkopf, also das Erstglied, das sogenannte, gilt. Also hier in dem Fall Schul und Regal oder Schule und Regal. Und dann stellen wir fest, ein Schulheft ist eine Schule, ist immer falsch. Und es gibt fast keine Komposita, wo das nicht so ist. Bei diesen sogenannten Kopulativkomposita ist das angeblich der Fall. Ein Regalbrett ist ein Regal, stimmt auch nie. Also können Sie ja mal probieren, Sie können ja mal so ein Regalbrett nehmen, kurz an die Wand halten und dann weggehen und gucken, ob Sie, wenn Sie wieder kommen, da Bücher reinstellen können. Für Determinativkomposita kriegen Sie, wenn Sie diese Tests machen, immer dieses Ergebnis. Na, der Kopfkerntest führt immer zu einem trivial wahren Satz und der Nichtkopfkerntest führt immer zu einem trivial falschen Satz. Wunderschön. Sie können einen anderen Test machen, das ist der sogenannte Rektionstest, so nenne ich den. Der sieht so aus, bei einem Schulheft wird eine Schule geheftet, verheftet, beheftet, suchen sich das Verb aus. Irgendwas mit Heft. Das kann man nicht. Ich finde da kein Verb, was ich da einsetzen kann. Oder bei einem Regalbrett wird ein Regal gebrettert, verbrettert, was weiß ich. Geht auch nicht. Jetzt werden Sie sagen, ja, was ist das auch für ein schwachsinniger Test? Naja, den bringe ich natürlich nur, weil jetzt gleich welche kommen, Komposita, wo das geht. Sonst wäre das natürlich ein ziemlich, nicht schwachsinniger, aber ziemlich nutzloser Test. Denn bei einem besonderen Fall von Determinativkomposita geht dieser dritte Test. Rektionskomposita sind das und da haben wir so Beispiele wie Hemdenwäsche, Geldfälschung und so weiter. Und Sie sehen, glaube ich, schon, worauf das hinausläuft. Der Kopfkerntest, der Vollständigkeit halber, eine Hemdenwäsche ist eine Wäsche, ja, eine spezielle Form von Wäsche. Eine Geldfälschung ist eine Fälschung, jo, stimmt, ist immer richtig. Für den Nichtkopf, eine Hemdenwäsche ist ein Hemd, nein, und eine Geldfälschung ist auch kein Geld. So. Wenn Sie diese Tests müssen Sie natürlich normalerweise nicht immer durchführen. Irgendwann haben Sie dann durchschaut, wie das funktioniert. Ja, aber wenn Sie sich das sozusagen ableiten wollen oder mal erklären müssen, sind das verdammt wichtige Hilfsmittel, diese Tests. Wenn Sie nämlich jetzt den Rektionstest durchführen, dann sehen Sie, bei einer Hemdenwäsche werden Hemden gewaschen und bei einer Geldfälschung wird Geld gefälscht. Jo, das ist in beiden Fällen korrekt. Woran liegt das? Naja, das sehen Sie schon. Der Kopf ist prototypischerweise, also das, was rechts steht, von einem Verb abgeleitet. Nicht immer, aber prototypisch. Also das ist der, ich sage jetzt mal ganz gewagt, der Normalfall. Wäsche ist von Waschen abgeleitet, Fälschung von Fälschen und so weiter und so weiter. So. Das ist die Voraussetzung, dass dieser Test funktioniert. Und außerdem sehen Sie dann, dass sich der Nichtkopf zum Kopf verhält wie das Objekt zu dem entsprechenden Verb. Ich wasche die Wäsche, ich fälsche das Geld. In so einem Kompositum verhält sich typischerweise der Nichtkopf zu dem nominalisierten Kopf, wie das direkte Objekt zum entsprechenden Verb verhalten würde. Ein Phänomen bei diesen ganzen Komposita, und das waren die beiden wesentlichen Untertypen von Komposita, die ich finde, dass man sie unbedingt unterscheiden muss. Und alles andere ist auch interessant, aber eben eher marginal. Ein formales Merkmal bei diesen Komposita haben Sie jetzt teilweise wahrscheinlich schon gesehen. Da muss ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen, das sind die sogenannten Kompositionsfugen. Hier sehen Sie alle Möglichkeiten für sogenannte Verfugung im Deutschen. Man spricht gerne auch von Fugenelementen und in diesem Artikel mussten wir von Fugenelementen sprechen, weil der Herausgeber der Zeitschrift das so wollte, wobei Sie sehen, manchmal ist gerade das Fehlen eines Elementes das Relevante, deswegen spricht man eigentlich von Verfugung. Und da haben Sie so Wörter wie Gartentür, da steht nichts zwischen den beiden Substantivstämmen und wir reden jetzt hier eigentlich nur noch über Komposita, die aus zwei Substantiven bestehen. Das ist bei den Fugenelementen eigentlich das Zentrale. Dann sehen wir den Gelegenheitsdieb, die Katzenpfote, da steht ein N, Frauenstimme, da haben wir Schwa und N, beziehungsweise orthografisch E und N. Ja, da sehen wir schon das Problem mit dem Fugenelement. Bei Kirschkuchen, also Kirsch ist bei mir... Ja, so, sagen wir mal, wenn man das von dem Wort Kirsch ableitet, das ist bei mir ein Schnaps, dann ist das ein Kuchen mit Schnaps drin. Aber eigentlich ist es die Kirsche und hier wird dieses Ö von der Kirsche gelöscht an der Fuge. Bei Geschenkeladen kommt ein Ö dazu, bei Kinderbuch ist es Ö, bei Bücherregal auch, aber da haben Sie noch den Umlaut.
Händedruck ist mit Umlaut, Namensschutz, da kommt ns dazu, Mütterzentrum, da ist nur noch der Umlaut. Ja. Und Herzensangelegenheit, da haben wir die Fuge ns. Was Sie jetzt hier sehen, ist von allen Komposita des Deutschen, naja, aus einer Textsammlung mit 16 Milliarden Wörtern des gegenwärtigen Deutschen, da sehen Sie, dass in 60% aller Komposita überhaupt nicht verfugt wird. Das ist hier die Typenhäufigkeit, nicht die Tokenhäufigkeit. Dann gefolgt von, distant gefolgt von Gelegenheitsdieb, also der sogenannten S-Fuge, und dann nochmal verdammt weniger die N-Fuge und der Rest ist eigentlich nur noch so Kleinkram. So verteilen die sich. Das heißt, die wichtigste Fuge ist erstmal die, wo nichts passiert. Dann gefolgt von der S-Fuge und ding, 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 ding. Warum kommen diese Elemente vor? Und vor allem, das Interessante wäre ja jetzt, wann? Also weil warum, die Antwort kann ich Ihnen im Prinzip nur geben, das hat historische Gründe. Und Sie wissen ja, ich trenne immer streng zwischen dem historischen Befund, also wie ist irgendwas historisch passiert und wie ist was im heutigen System. Die Frage aber aus der Sicht des jetzigen Systems ist, ja, wann kommt denn nun die eine oder die andere Fuge? Und dafür gibt es leider nur Tendenzen. Das kann man nicht 100% vorhersagen. Man kann das wieder ganz gut vorhersagen, so ein bisschen so wie die Pluralklasse beim Substantiv. Und natürlich müssten wir fragen, was haben die für eine Funktion? Oft hört man, ja, das ist auch Genitiv, wo es Genitiv sein kann. Oder natürlich ist das hier Plural bei Geschenkeladen, da gibt es ja nicht nur ein Geschenk. Schwierig. Das mit dem Plural ist eine ganz schwer kompliziert zu analysierende Tendenz. Dazu würde ich Ihnen einfach diesen Artikel empfehlen. Da steht das ausführlich drin mit ganz vielen Daten. Auf jeden Fall gibt es aber Tendenzen und auf die kommen wir jetzt noch schnell zum Abschluss für die Komposita. Und eine wichtige Geschichte ist, die sowohl das Genitiv als auch das Pluralargument ein bisschen sabotiert, ist, dass Sie Wörter, die in S-Plural nehmen, niemals mit S verfugen können. So Wörter wie Kaffees, Papayas, ne, Omas, die den S-Plural nehmen, im Kompositum können die niemals die S-Fuge nehmen, wenn sie Erstglied sind. Und das Erstglied, also der Nichtkopf, ist eigentlich im Prinzip verantwortlich, primär dafür verantwortlich, welche Fuge kommt. Das ist so schon mal, also das wär ja blöd, oder? Wenn die Verfugung was mit Plural zu tun hätte. Derivierte Substantive, meist solche Abstrakter auf Heid, Keid, Tum und so weiter, nehmen fast immer die S-Fuge. Fällt Ihnen was auf? Das betrifft nämlich sehr viele Feminina, weil diese derivierten Abstrakte auf Heid, Keid und so weiter, Tum nun gerade nicht, sind Feminina. Das liegt daran, dass Heid und Keid dann so Art Kopfcharakter haben und das Genus bestimmen von dem Wort. Ja, aber da ist nun gerade das S keine Flexionsform. Ärgerlich, ne? Die starken und gemischten Maskuline, ach, da ist es schon wieder, und Neutra, da fehlt auch wieder Neutra, nehmen schon manchmal diese S-Fuge. Und da könnte man ja jetzt sagen, hey, das ist doch der Genitiv von diesen Wörtern. Da haben wir doch mal eine Funktion. Das könnte doch jetzt bei den Fällen könnte das der Genitiv sein. Das können wir uns jetzt mal angucken, indem wir uns fragen, welche Funktion soll denn der Genitiv dann in diesem Kompositum genau haben? Und das können wir ganz leicht überprüfen, indem wir diese Komposita umformulieren zu Phrasen, wo ein echter Genitiv drin vorkommt. Ich zeige Ihnen, was ich meine. Freundeskreis, der Kreis des Freundes. Ne. Und jetzt sagen Sie mir nicht, es ist doch der Kreis der Freunde. Da ist es doch der Genitiv. Es tut mir leid, das S ist aber der Genitiv Singular. Sie können ja jetzt nicht dann sagen, ja, das ist Genitiv Singularform, weil man die Genitiv-Pluralbedeutung meint. Also nee, so nicht. Also der Freundeskreis ist nicht der Kreis des Freundes. Der Geschlechtsverkehr ist auch nicht der Verkehr des Geschlechts. Die Berufstätigkeit ist auch nicht die Tätigkeit des Berufs. Der Auslandsaufenthalt auch nicht der Aufenthalt des Auslands. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Das sind aber jetzt doch irgendwie Beispiele, die zeigen, welche, mit der wir einfach, ohne uns genau darüber Gedanken zu machen, was der Genitiv für eine Funktion hat, überprüfen können, ob in diesem Kompositum diese Funktion tatsächlich vorliegt. Und nö, manchmal funktioniert das natürlich, klar. Ich habe Ihnen hier die Fälle gezeigt und das sind nicht irgendwie die einzigen Beispiele. Das sind viele, wo das einfach nicht hinhaut. Und außerdem eben sind ganz viele von diesen S-Fugen eben Feminina. Und da haben wir eben schon gesehen, das sind gar keine Flexionsformen dieser Wörter, also ist das nicht möglich. Also Gelegenheitsdieb ist nicht der Dieb der Gelegenheit.
Damit haben wir das. Das ist jetzt nur ein Aspekt. Das ist diese Genitivhypothese, die man manchmal irgendwie vorgelegt kriegt. Da sehen Sie eine Sache. Historisch kann man sich ja fragen, warum haben wir so viele Komposita im Deutschen? Das hat historische Gründe und das waren tatsächlich mal Genitivkonstruktionen. Heutzutage hat das mit Genitiv aber ja, nichts zu tun. Gar nichts. Und wenn Sie das jetzt irgendwie vermischen, dann kriegen Sie irgendwie ein Gemuddel. Das eine ist sehr interessant und das andere ist sehr interessant, aber Sie können es irgendwie an ganz vielen Punkten machen sich unglücklich, wenn Sie es vermischen. Gut, das war die Komposition. Wir kommen zur Konversion. Konversion ist ganz einfach. Wir müssen nur zwei Fälle unterscheiden. Das ist das einzig Komplizierte, leidlich Komplizierte daran. Bei der Konversion passiert Folgendes. Sie nehmen einen Stamm oder eine Wortform und bei dem Prozess kommt dann einfach raus ein neuer Stamm. Okay, jetzt die Beispiele. Einkaufen, da können Sie Einkauf zu bilden. Dann haben Sie den Stamm des Verbs Einkaufen genommen und das Substantiv Einkauf daraus gemacht. Sie können aber auch das Einkaufen machen, dann haben Sie den Infinitiv genommen, also eine Form des Wortes und machen ein Substantiv draus. Sie können das Adjektiv Ernst nehmen und ohne, dass Sie irgendwas dranhängen oder davor stellen, machen Sie das Substantiv Ernst draus. Wird dann im Deutschen komfortabel großgeschrieben. Sie können das Adjektiv schwarz nehmen und das Schwarz der Nacht daraus machen. Dann wird das wieder schön komfortabel großgeschrieben. Sie haben ein Substantiv draus gemacht. Was meint er jetzt mit gestrichen und gestrichen? Naja gut, erstmal ist das ein Partizip und Sie können ein Adjektiv draus machen. Und Sie können dann sogar noch ein Substantiv draus machen, das Gestrichene. Bei Schwarz und Schwärzen wird es ein bisschen schwieriger, weil Sie nehmen zwar auch irgendwie den Stamm Schwarz von dem Adjektiv und machen den Verbstamm Schwarz draus, aber Sie kriegen gleichzeitig noch Umlaut. Das ist schon wieder ein komplizierterer Fall, das ist für mich keine reine Konversion. Genauso anders bei Schießen und Schuss fällt Ihnen was auf. Schießen ist bei mir ein starkes Verb, aber den Stamm Schuss gibt es heutzutage nicht mehr. Heutzutage, die Form Schuss kennen Sie nur noch in dem Substantiv. Das kann also auch aus heutiger Perspektive keine Konversion mehr sein, weil Sie nicht einfach nur einen Stamm genommen haben und einen neuen Stamm draus gemacht haben in einer anderen Wortklasse. Das war jetzt in den meisten Fällen die Stammkonversion. Da ist das Ausgangswort, Sie nehmen vom Ausgangswort nur den Stamm und das Zielwort ist wieder ein Stamm mit Wortklassenwechsel. Also sowas wie der Einkauf, das Schwarz, der Ernst. Sie haben gerade nicht den Infinitiv genommen und Sie haben auch nicht Schwarzes genommen, Flexionsform von Schwarz und so weiter. Sie nehmen einfach den Stamm. Das Zielwort hat dann eine ganz andere Flexion gemäß der Zielwortklasse. Sie sehen, einkaufst, dass du einkaufst, das flektiert hier anders als der Einkauf. Der Einkauf hat plötzlich ein Genitiv, das Verb hatte keinen Genitiv, weil Verben keine Genitive haben und so weiter und so weiter. Dafür hat das Verb hier eine zweite Person Singular Präsens. Der Einkauf hat keine zweite Person Singular Präsens. Der ist immer dritte Person und hat halt keinen Tempus, weil es ein Substantiv ist. Hoppala, da fällt die Bierflasche um. Dem schwarzen Schal, schwarz flektiert hier, wie letzte Woche besprochen, wie ein Adjektiv das tut. Überlegen Sie mal, ist das die starke, schwache, gemischte Form oder in der schönen Terminologie die pronominale oder die adjektivale oder adjektivische? Denken Sie mal drüber nach. Dem Schwarz der Nacht, auch ein Dativ, aber Schwarz flektiert ganz anders. Das flektiert einfach wie ein ganz normales, neutrales Substantiv. Also nichts im Dativ-Singular hinten dran. So, das war die Stammkonversion. Die Wortformenkonversion hatten wir auch schon als Beispiele. Da ist das Ausgangswort eine flektierte Wortform. Und das Zielwort ist aber wieder ein Stamm mit Wortklassenwechsel, also das Einkaufen, das Gemahlene und so weiter. Und das Gemahlene ist das Beispiel für diese fiese Ausnahme, wo irgendwie alles ein bisschen komplizierter wird. Überlegen Sie mal, das ist jetzt echt eine schöne Aufgabe. Ich löse in den letzten 3 Wochen auf. Überlegen Sie mal, wie das hier flektiert. Das Gemahlene. Machen Sie mal die Casus Numerus Form und denken Sie mal darüber nach, wie das genau geht und warum ich sage, das ist irgendwie ein schwieriger Fall. Aber sehr interessant. Die Derivation, das geht jetzt ruckzuck, ist der letzte große Teil oder große Teilbereich der Wortbildung. Beispiele wieder und vorweg das Muster. Bei der Derivation nehmen Sie einen Stamm und einen Affix und es kommt ein neuer Stamm raus. Sie sehen schon, das Ergebnis bei Wortbildung ist immer ein neuer Stamm. Was ist ein Affix? Zur Erinnerung,
Ein Affix sind die Nichtstämme in komplexen, also irgendwie zusammengesetzten Wörtern, und die können Sie voranstellen, so wie ein Unding als Präfix oder als Suffix, wie in den allermeisten Fällen im Deutschen, also hinten dranhängen, so wie Gelegenheit. Also haben wir Beispiele. Scherz wird zu scherzhaft, brennen zu brennbar, grün zu grünlich, doof zu Doofheit, Fahrer zu Fahrerin, Kunde zu Kundschaft, Hund zu Hündchen, Schlange schlängeln hatte ich hier noch und Ruck ruckeln. Sie hängen was hinten dran und dann verändert sich zumindest die Bedeutung, meistens aber auch die Wortklasse. Und selbst wenn es in derselben Wortklasse bleibt, ändert sich ganz oft das Genus. Das ist Derivation. Wunderschön. Die gibt es jetzt mit und ohne Wortklassenwechsel. Mit Wortklassenwechsel wäre sowas, wo sich die Wortart ändert, so wie Hand, das Substantiv, wird abgeleitet mit isch, händisch. Und dann ist es plötzlich ein Adjektiv. Ja, spannend. Ohne Wortklassenwechsel ist sowas wie rot zu rötlich. Beides sind Adjektive, aber es ändert sich trotzdem ein statisches Merkmal, nämlich die Bedeutung. Auf jeden Fall. Denn die Frage ist, ändern sich jetzt auch statische Merkmale bei der Derivation ohne Wortklassenwechsel? Ja, in jedem Fall die Bedeutung. Prototypisch für nicht wortklassenverändernde Affixe ist Präfix un. Das ist wirklich völlig wortartentransparent. Sie können das zum Beispiel vor ein Substantiv hängen, dann haben Sie Tiefe und Untiefe, oder bedeutend und unbedeutend, da hängen Sie es vor ein Adjektiv. In welchem Bereich wird jetzt vor allem suffigiert, also angehängt? Das ist der eine wichtige Bereich im Deutschen. Schauen Sie sich das an. Da sehen Sie hier die Wortklasse des Ausgangsstamms, hier die Wortklasse des Stamms, des, was da rauskommt bei der Derivation. Und dann haben Sie hier so verschiedene Affixe wie chen, ästchen, Arbeiterin, also in, Volkskund, ler, Wissenschaft, also schafft in Wissenschaft, heit in Schönheit und so weiter und so weiter. Und da sehen Sie vor allem eins, es wird vor allem zum Nomen hin deriviert, vor allem zum Substantiv. Schauen Sie hier, das Ergebnis ist in den allermeisten Fällen ein Substantiv. Oder ein Adjektiv. Ein Adjektiv ist auch ein Nomen. Und ganz selten ein Verb, aber die Geberwortklassen sind Substantive, Adjektive und Verben. Das heißt, irgendwie Derivation geht ganz prototypisch im Deutschen immer zum nominalen Bereich und vor allem zum Substantiv. Das passt sehr zu vielen anderen strukturellen Eigenschaften des Deutschen, wie zum Beispiel, dass die nominale Komposition so wichtig ist. Also wir Nomina haben eine sehr hohe Komplexität im Deutschen und einen sehr hohen Stellenwert. In welchem Bereich wird denn prototypisch präfigiert, also was davor gehängt? Da gibt es auch einen wichtigen Bereich, wo typischerweise was davor gestellt wird. Auch sehr charakteristisch fürs Deutsche, macht vielen L2-LernerInnen Probleme. Ich löse dann irgendwann auf. Ich weise Sie noch ganz kurz darauf hin, dass es im Buch und damit auch in der Klausur Notationskonventionen gibt. Flexion und Fuge wird mit Strich abgetrennt. Komposition, da werden die einzelnen Bestandteile mit einem Punkt abgetrennt. Hier sehen Sie jeweils Beispiele. Bei der Derivation steht vor oder nach dem Affix ein Doppelpunkt. Wenn dieses Affix abtrennbar ist, wie in ich trenne ab oder ich möchte abtrennen, sehen Sie, manchmal steht es dran, manchmal nicht. Das sind die sogenannten trennbaren Verben im Deutschen, in der L2-Didaktik typischerweise als trennbare Verben bezeichnet. Wir nennen die Partikelverben. Und wenn Sie jetzt die einzelnen Affixe einfach angeben wollen und markieren wollen, dass die einen Umlaut auslösen, dann macht man sowas wie nur die Tilde, wie beim Plural hier. Das ist der Plural, der Umlaut auslöst, wie Haus, Häuser. Ja, wenn Sie dieses ER dann einfach als Affix hinschreiben möchten, nicht in dem Wort Häuser, wird im Buch dieser Tilde gemacht, oder die kommt oben drüber über den Doppelpunkt. Das ist spezifisch für mein Buch. Das ist keine allgemeine Konvention, das liegt aber daran, dass es keine gibt. Keine allgemeine Konvention, wie das alle machen. Aber, ganz ehrlich, wenn Sie das lernen wollen, machen Sie eine Sache, nehmen Sie einen Text, irgendeinen Text. Nehmen Sie einen bildungssprachlichen Text, da kommen mehr Komposita und mehr Derivationsprodukte wahrscheinlich drin vor. Und transkribieren Sie das alles mit dieser Schreibweise. Müssen Sie nicht mal vorher in IPA übersetzen oder sowas. Nicht als Fleißarbeit,
sondern dadurch, dass sie das machen und irgendeinen Standard dafür verwenden, wie sie dann diese Wörter sozusagen analysieren, in Bestandteile zerlegen, kriegen sie automatisch ein Gefühl dafür, wie es geht. Also ich habe diese Konvention nicht eingeführt, um sie zu quälen oder um die Klausur irgendwie besonders hart bewerten zu können, sobald irgendjemand da ein Fehlerchen macht, da hätte ein Gleichheitszeichen hingemusst, kein Doppelpunkt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie, wenn sie das benutzen, mal konsequent und ein bisschen üben, dann entwickelt sich, dann unterstützt das durch diesen visuellen Charakter einfach ihren Blick auf diese Formen. Worum geht es nächste Woche? Es geht ans Eingemachte. Es geht um Konstituentenanalyse und Phrasenbildung. Ich sage Ihnen, was das Ziel der Syntax ist. Ich sage Ihnen, dass Wortformen Phrasen bilden. Kennen Sie vielleicht als Wortgruppen oder als Satzglieder oder sowas. Und dann sage ich Ihnen, dass die Tests, mit denen Sie ermitteln, auch schon in der Schule, was eine Konstituente ist, dass das nur heuristische Verfahren sind. Das ist ganz besonders gefährlich, wenn Sie das im Lehramt machen, weil manchmal kommt das Falsche raus bei diesen Tests. Da kommt nicht das raus, was rauskommen soll. Und ich werde Ihnen dann nochmal Valenz und Rektion erklären. Das habe ich Ihnen jetzt schon mehrfach versprochen. Ich werde Ihnen nämlich sagen, wie Wörter ihre Umgebung strukturieren, indem sie bestimmte Sachen verlangen, ermöglichen und so weiter. Wenn Sie sich vorbereiten wollen, und das sollten Sie echt tun, lesen Sie vor allem Kapitel 11. Kapitel 12 ist optional. Kapitel 11, echt, dann verstehen Sie nächste Woche nicht nur doppelt so gut, sondern gleich, weiß ich nicht, 5 bis 10 Mal. Ja, dann bis nächste Woche. Vielen Dank.